Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Ron, es ist Montag, ab geht es in eine neue Woche. Die vergangene Woche, die begann ähnlich wie heute mit einem Thema, Tina, das Beben in der Türkei, das beschäftigt uns auch nach wie vor. Genau, und diesmal berichten wir über den SV Waldhof Mannheim. Die können nämlich nicht nur hervorragend Fußball spielen, sondern auch helfen. Sie organisieren derzeit Spenden und sammeln dafür, aber die Spenden dort in die Türkei zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Die Hürden sind nämlich ganz schön hoch. Außerdem, am Donnerstag geht es ja endlich wieder los. Fasching oder Karneval oder doch Fasnacht. Irgendwie weiß keiner so richtig, wie das heißt. Hive und Röwe heißt es anders. Warum das so ist und wer die tollen Tage wie nennt, erklären wir Ihnen. Und außerdem klären wir noch die Frage, wie funktioniert die Sportart Sepak-Takraw und wo bekommen Sie die besten Blumen für den Valentinstag? Jetzt hier bei Run. Die schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien, die beschäftigen uns auch in dieser Woche. Und es gibt viele Hilfsorganisationen, die Spenden sammeln, aber auch der SV Waldhof Mannheim hat dazu aufgerufen. Der Waldhof selbst hat nämlich Mitglieder bzw. Vereinsangehörige, die selbst Menschen vor Ort in der Türkei verloren haben, Verwandte und Freunde. Deshalb ruft der SV Waldhof zum Spenden auf. Sachspenden haben sie fleißig gesammelt. Das ist aber gar nicht so einfach, die in die Türkei zu bekommen, denn das Konsulat und das Zollamt, die sind da ein bisschen tricky im Umgang. Und der Stadionmanager des SV Waldhof, der ist auch gleichzeitig der Koordinator für die Sachspenden, die nämlich mittlerweile im Event Center gesammelt werden. Das ist quasi zu einem Logistikzentrum geworden. Lydia Gleich hat mit ihm gesprochen. Herr Karinka, welche Hürden gibt es denn bei der aktuellen Spendenaktion zu überwinden? Aktuell gibt es zu viele Hürden. Die Konsulate bzw. die türkische Regierung hat eine To-Do-Liste. Wir müssen alle Klamotten, Materialien separieren, in Kartons abkleben, nummerieren, wiegen. Und erst dann muss eine komplette Liste ans Konsulat. Die müssen das freigeben und dann erst kann der LKW oder der Flieger oder womit auch immer transportiert wird, am Zoll die Freigabe erteilt werden und dann erst können sie ins Inland. Ich habe mir sagen lassen, Sie stammen selbst ursprünglich aus dem Erdbebengebiet. Wie ergriffen sind Sie denn von der Spendenbereitschaft der Menschen? Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Aufruf vom SV Waldhof und den ganzen Fans und auch Nicht-Fans, die gekommen sind, war ich zwischenzeitlich den Tränen nahe. Wenn eine Familie kommt mit 3 PKWs, voll mit Babynahrung und Windeln und so weiter, und ich sage, habt ihr ein Lager oder woher kommt das ganze Zeug? Und die sagen, nö, wir waren gerade in Rewe und haben alles eingekauft. Es ist nicht geklaut oder irgendwo verschwunden. Hier hast du den Quittungsbeleg. Die Leute sind einfach mal raus und haben 500 Euro ausgegeben, um einfach die Menschen dort zu unterstützen. Wow. Das ist sensationell. Wow. Was passiert denn jetzt mit den Spenden? Also, so funktioniert das. Der Waldhof hat den Aufruf begonnen. Ein Teil ist ins Stadion geliefert worden, an die Geschäftsstelle. Wir haben aber sehr schnell gemerkt, direkt nach dem zweiten Tag, so viel Kapazität haben wir gar nicht, das zu lagern. Da ich mit meiner Schwester noch ein Familienunternehmen gründe, das ist das Event Center in Mannheim in der Industriestraße, haben wir dann besprochen, dass wir jetzt das ganze Lager in die Industriestraße verlegen, sodass auch alle anderen, die spendenbereit sind, dorthin gehen können. Und seitdem läuft es, dass entweder ans Stadion Ware kommt oder direkt ins Event Center. Als letztes ist noch ein Kulturverein jetzt mit hineingestiegen. Die machen nämlich den ganzen Papierkram mit dem Konsulat. Die sind da einfach viel mehr involviert über die Jahrzehnte mit ihrer Arbeit, wie wir, die entlasten uns auch. Herr Karinka, dann danke ich Ihnen erstmal sehr für das Gespräch und alles Gute weiterhin. Danke auch.
Und das ist jetzt ein ziemlich harter Themenwechsel, denn ich kann mir vorstellen, vielen ist momentan kein bisschen nach Fasching oder Karneval zumute. Trotzdem, wir machen es, denn diese Zeit, die steht uns nun auch voraus. Und da stellt man sich hier und da immer wieder die Frage, weil gerade bei uns in der Region gibt es auch Unterschiede. Heißt das jetzt Karneval? Heißt das jetzt Fasnacht oder irgendwie auch Fasching? Wie grüßt man denn eigentlich am allerbesten? Liam Gutknecht und Johanna Scherdl sind diesen Fragen mal nachgegangen. Lustige Kostüme, geschminkte Gesichter und leuchtend bunte Farben, wohin das Auge reicht. Das ist Karneval. Oder, stopp, einen Moment, heißt es nicht eher Fasching, Fasnet oder doch Fastnacht? Wir waren auf den Straßen von Mannheim unterwegs und haben mal nachgefragt, wie die fünfte Jahreszeit hier genannt wird. Ich glaube, ich sag auch eher Fasching. Das kennt man so vom Kinderfasching irgendwie. Ich sag eigentlich Fasnacht. Mannheimerisch, also Karneval und Fasching ist andere Region. Also ich würde sagen mannheimerisch Fasnacht. Ich sag Karneval, weil ich aus Italien komme und in Italienisch sagt man Carnevale. Die Mannheimer sind sich nicht einig. Doch das wird sie keinesfalls daran hindern, in ihre buntesten Kostüme zu schlüpfen und dem Alltag zu entfliehen. In Worms sieht das anders aus. Die Rheinland-Pfälzer wissen genau, was sie zur fünften Jahreszeit sagen. Also es heißt Fasnacht, warum war es nicht? Das war schon immer so. Ich würde sagen, ich bin eine Fasnachtsmädchen, ich bin ein Funke-Marieche. Ich weiß nicht, wir sagen Fasnacht, warum sagen wir Fasnacht? Fasnacht in Worms, wir sagen das so, Fasnacht, normaler Gebrauch hier, ja, in Worms, ja. Doch woher kommen diese Begriffe und wieso nennt man die fünfte Jahreszeit in jeder Region anders? Ich weiß nicht, ist einfach so verbreitet, Fasnacht klingt so ein bisschen altbacken. Und an Karneval, da denke ich eher so an Südamerika, wo die da irgendwie in Rio de Janeiro oder sowas machen. Deswegen sage ich eher Fasching. Weiß nicht, man wird damit groß, es ist einfach regional, man kennt es nicht anders. Da wir das gelernt haben, da ist es wahrscheinlich so heiß. So ganz sicher waren die Menschen aus der Region sich nicht. Doch das ist gar nicht so schlimm, denn unser Moderator Olli wird uns gleich darüber aufklären. Spätestens wenn Konfetti und Süßigkeiten durch die Luft fliegen, muss sich ja jeder einig sein, was gerufen wird. Oder doch nicht? Hello. Ahoi. Hello. Ahoi. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so wichtig, was gerufen wird und wie es nun richtig heißt. Hauptsache, man hat Spaß und stellt sein bestes Kostüm zur Schau. Ab Donnerstag heißt es dann wieder: Hello, die Narren sind frei, es geht los. Selbst habe 7 Jahre in Köln gewohnt, deshalb sage ich jetzt erstmal Alaaf, Dr. Ralf Knöbel vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Grüß Sie. Hello. Also so viele Begriffe, Karneval, Fasnacht, Fasnet, Fasching und so weiter. Wo kommen die denn alle her? Wo kommen die her? Also der einzige Begriff, der von den allen von außerhalb kommt, ist der Karneval. Also ja. Wie im Beitrag auch schon richtig gesagt worden ist, aus Italien. Also die italienische junge Frau hat es richtig gesagt, Karnevale. Ist Ende des 17. Jahrhunderts entlehnt worden aus dem Italienischen. Eigentlich venezianischer, römischer Karneval, die Tradition. Es gab davor aber in Deutschland immer auch schon Begriffe dafür, vor allem zwei, also Fasching und Fasnacht. Die eben auch, da hat es auch was mit dem Essen zu tun. Also nicht Essen, Karneval in dem Falle, also tschüss Fleisch, in dem Falle Fasnacht ja auch, Fasten. Ganz richtig, alle drei beziehen sich auf die Zeit vor der Fastenzeit, ja. Also Karnevale, Carne levare, Entzug des Fleisches. Also es ist nicht ganz korrekt, es ist, man sagt Volksetymologie, also dieses, den lateinischen Abschiedsgruß Vale dahinter zu sehen, Karnevale, tschüss Fleisch. Aber im Prinzip ist es Carne levare. Also ein LE hat sich dann mit der Zeit verloren. Aber letzten Endes heißt es ja das Gleiche, tschüss Fleisch ist genauso wie das Fleisch wegnehmen. Und beim Fasching und der Fastnacht bezieht sich das halt auf das Fasten. Also da gibt es auch eine falsche Annahme, dass, also es war lang, man kann das heute noch teilweise lesen in einem Wiki-Eintrag zu Fasching, also die Vermutung, dass inzwischen ausgestorbenes mittelhochdeutsches Verb faseln, gedeihen, fruchten, dahinter stecken könnte, also mit Bezug auf den Vorfrühling. Das ist unplausibel. Also es ist wirklich der Bezug zur Fastenzeit, also die Nacht, Fastnacht vor der Passionszeit. Das steckt bei allen drei eigentlich dahinter. Ja. Und irgendwie hauen sich dann die Leute immer so ein bisschen die Köpfe ein. Nee, ist es jetzt Fastnacht? Nee, ist es Fasching? Also gibt es überhaupt so diesen richtigen Begriff? Wahrscheinlich nicht. Das gibt es wissenschaftlich gesehen in der Sprache
selten in der Lexik, so gut wie nie. Und also hier bei diesen Begriffen ist es ganz klar Sprachraum reguliert. Also wer, wo sagt man was, das kennen wir von, also man kann sagen, der Fasching ist im Osten des Sprachraums, es ist bayerisch-österreichischer Herkunft. Im Westen, Südwesten haben wir die Fastnacht. Mhm. Da haben wir in der Schweiz mit dem Tee die Fastnacht. Dann haben wir im Alemannisch-Schwäbischen haben wir die Fasnet, da ist die Nacht etwas abgeschwächt. Und man, also mit Varianz langes, kurzes A. Im Schwäbischen oft die Fasnet. Im Südschwarzwald eher die Fasnet. Und dann haben wir hier in unserer Rhein-Main, also rheinfränkischen Region, haben wir dann halt die Fasnacht. Mhm. Also wurde im Beitrag auch richtig gesagt, traditionell ist hier die Fasnacht. Dann haben wir in der Pfalz kommt dann noch ein E rein. Man redet da von epenthetischem E. Das erleichtert die Aussprache. Und das ist halt, da spielt Mainz als Hochburg eine Rolle. Also das ist die Fasenacht oder Fasenacht. Und das strahlt dann aus und die Pfalz ist dann die Fasenacht im Osten. Und das wissen wir auch von Untersuchungen im Grenzgebiet zwischen Fasching und Fasnacht. Da nimmt der Fasching ein bisschen zu. Also vielleicht war es auch kein Zufall, dass in den Mannheimer Straßen die Jungen dann manchmal doch den Fasching ziehen. Eigentlich sollte man das, wenn es ein richtig und falsch gibt, dann gibt es ein relativ richtig und falsch. Ja. Am Ende ist es eigentlich egal. Wichtig ist einfach nur, dass man es feiert, beziehungsweise dann auch eine gute Zeit hat und entsprechend, wenn man es auch will, danach dann vielleicht ein bisschen fastet. Danke Ihnen auf jeden Fall fürs Gespräch und die Einordnung. Wir haben natürlich auch noch weitere Nachrichten aus der Metropolregion und die haben Moritz Vogt und Lena Egelhoff. Neuer Lockdown. Wie vergangenes Jahr bekommen Katzen in Walldorf auch 2023 wieder Hausarrest, um die Haubenlerche zu schützen. Trotz großer Unbeliebtheit bei den Haltern sei die Maßnahme ein Erfolg gewesen, so der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises Dallinger. Im südlichen Teil der Stadt dürfen demnach Katzen von April bis September das Haus nicht verlassen, Ausnahmeregelungen werde es aber geben. Der Katzenlockdown soll dem Schutz der vom Aussterben bedrohten Haubenlerche dienen und sorgte bereits im vergangenen Jahr deutschlandweit für Aufsehen. Massive Zugausfälle. Mannheim verliert ab heute einen Großteil seiner ICE-Verbindungen. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Gleisen in Frankfurt. Zum dortigen Flughafen fährt in den kommenden Wochen kein einziger Direktzug mehr. Die Fahrt dorthin dauert dann mehr als doppelt so lange. Aber auch Fahrten nach Hamburg und die Schweiz fallen weg. Und auch nach Nordrhein-Westfalen fährt nur noch die Hälfte der Direktzüge. Die Einschränkungen sollen noch bis zum 17. März andauern. Freier Eintritt. Zum Valentinstag starten die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg wieder die Aktion namens Küss mich im Schloss. Bei dieser können sich Paare an der Kasse küssen und müssen nichts bezahlen. In der Ronn-Region machen die Schlösser in Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim mit. Noch bis Sonntag, 19. Februar, darf sich an den Kassen geküsst werden. Auf einem Badmintonfeld nach in etwa Volleyballregeln spielen mit Kopf und Fuß. Kommen Sie jetzt noch mit? Nicht wild, erklären wir gleich. Es geht um Sepakta Craw. Also klingt spektakulär, das ist es tatsächlich auch. Michelle Teuke und Pascal Förster stellen die Sportart mal vor. Im hohen Bogen und mit viel Akrobatik schießen die Spieler den Ball über das Netz. Was Sie hier sehen, heißt Sepakta Craw. Aber was ist das eigentlich? Die Frage wird mir sehr oft gestellt, weil sich kaum jemand was darunter vorstellen kann. Es ist sowas wie Volleyball mit den Füßen auf einem Badmintonfeld. Das heißt, es ist eine Kombination aus verschiedenen Sportarten. Die Regeln sind sehr ähnlich mit dem Volleyball. Die Körperteile, die man benutzen darf, sind wie beim Fußball. Und das Feld entspricht sowohl in den Feldmaßen als auch der Netzhöhe dem Badmintonfeld. Eine Mischung aus Fußball, Volleyball und Badminton. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Gespielt wird in einem sogenannten Regu. Das bedeutet, drei Spieler pro Team spielen, bis ein Team zwei Sätze gewonnen hat. Einen Satz gewinnt man, wenn man 15 Punkte hat und Ziel ist es, den Ball auf den Boden des Gegners zu schießen. Dabei hat jeder Spieler eine andere Aufgabe. Normalerweise spielt man das so, dass einer hinten ist. Das ist derjenige, der den Aufschlag macht und der wird T-Kong genannt. Und einer steht so links von dem T-Kong, das ist der Feeder. Der hat die Aufgabe, den Ball zu stellen, also den zweiten Ballkontakt sozusagen zu machen von den drei Erlaubten. Und den dritten Ballkontakt übers Netz dann, der ist im Idealfall so ein gesprungener Angriff, den macht der Striker.
Seit 2007 gibt es Sepakta Kro als Unisport in Heidelberg. 2009 wird dann ein Verein gegründet, trainiert wird einmal die Woche. Die Sportart ist vor allem in Deutschland noch sehr unbekannt und gilt daher als Randsportart. Das ist aber nicht überall so. International gibt es natürlich wirklich Profimannschaften, Profiverbände. In Thailand zum Beispiel leben die Leute wirklich richtig davon, sind richtige Vollprofis. Im südostasiatischen Raum ist es in der Regel Schulsport und dementsprechend einfach schon komplett verbreitet wie bei uns Fußball eigentlich. Auch einen Ligabetrieb gibt es in Deutschland bisher noch nicht. Gespielt wird häufig in Form von Turnieren, an denen Teams aus ganz Europa teilnehmen. Professionelle Schiedsrichter gibt es in Europa meistens auch nicht. Die Spieler, die gerade nicht selbst spielen, übernehmen den Job. Sepakta Kro benötigt viel Zeit und Übung, um die Kontrolle mit dem Ball und die akrobatische Spielform zu perfektionieren. Also die Technik ist super wichtig und am Anfang ist jeder schlecht. Das ist auch gar nicht schlimm oder so. Und man merkt nämlich, dass man sehr schnell besser wird. Also in den ersten Monaten ist es echt ein tolles Gefühl, wenn man den Ball überhaupt mal richtig trifft. Und dann, wenn man mal einen Strike, also einen Angriffsschlag übers Netz macht. Regelmäßiges Training macht sich also bezahlt. Wer Spaß am Volleyball hat und gerne mal Fußball spielt oder den Badmintonschläger in die Hand nimmt, für den ist Sepakta Kro genau das Richtige. Starkes Spiel und das ist das Spielgerät, der Ball über den und natürlich das Spiel wollen wir jetzt auch noch sprechen mit Ricardo Ochel, den haben wir eben schon gesehen, Co-Trainer der Heidelberg. Erstmal herzlich willkommen hier im Studio. Was hat denn der Ball grundsätzlich auch mit dem Namen zu tun? Der Name Sepakta Kro kommt ja auch woher, aber tatsächlich von genau. Der Welt. Also der Ball, der wird auch Takraw genannt im Thailändischen, das ist ein thailändisches Wort. Und Sepak Takraw ist sozusagen ein Name, der zusammengesetzt ist aus dem malaiischen Sepak für Kick den Ball, also für Kicken und Takraw für Ball, also insgesamt Kick den Ball. Ja, wenn man jetzt mal diesen Ball in die Hand nimmt, ich kann den mal hier so drauf dotzen, das hört man dann auch schon entsprechend, das ist jetzt echt nicht ohne, ne? Der ist schon ziemlich hart. Ich kann mir vorstellen, wenn man den mal irgendwie mit der Nase bremst, das kann schon wehtun. Ja, klar, ab und zu bekommt man ihn vielleicht auch mal ins Gesicht. Aber mit der Übung ist es so, dass man den immer an den richtigen Stellen trifft und dann tut es auch relativ wenig weh. Im Spiel benutzen wir dann aber auch ein paar Schützer, um das Ganze auszugleichen. Was sollte man denn vielleicht auch an Fähigkeiten mitbringen, um bei dem Spiel entsprechend mitmischen zu können? Also wir haben ja eben schon gesehen, das ist schon relativ spektakulär. Also um anzufangen ist eigentlich das Wichtigste, dass einem das Spaß macht, mit einem Ball zu arbeiten. Einfach wenn einem allgemein Ballsportarten Spaß machen, dass man die Technik halt auch trainiert. Aber klar, wenn man erstmal drin ist, dann ist es auch wichtig, ein bisschen athletisch zu sein, ein bisschen Flexibilität, vor allem für den Angriffsspieler. Und Teamgeist ist auch sehr wichtig, also zusammen zu kommunizieren und motiviert dabei zu sein. Wir haben schon gelernt, das ist ein Sport, der aus Malaysia bzw. aus den Philippinen kommt, da absolute Nationalsportart. Jetzt sind die Deutschen allerdings auch gar nicht so übel, also außerhalb Asiens richtig gut sogar. Genau, also die asiatischen Mannschaften, da gibt es halt Profimannschaften, die trainieren mindestens 5-6 Mal die Woche und auch schon seit sie klein ist, dagegen können wir nicht ankommen. Aber außerhalb von Asien ist Deutschland tatsächlich eine der Top-Mannschaften. Und das ist dann auch bei den Weltmeisterschaften so, dass sie so eine eigene Division sozusagen haben, in der die die Amateurmannschaften sozusagen spielen. Und da hat Deutschland auch schon mehrfach Medaillen gewonnen. Was ist denn drin international dann auch mal? Vielleicht auch so eine eigene Vision? Also die große Vision wäre, irgendwann mal als Sport olympisch zu werden. Das wäre ganz toll. Darauf hoffen wir alle, dass es irgendwann so weit kommt. Dazu muss halt Sepak Takraw nicht nur in Asien, sondern auch auf der gesamten restlichen Welt ein bisschen verbreiteter werden. Und deswegen wollen wir auch ein bisschen diesen Sport promoten. Okay, also breiter werden, haben wir heute vielleicht schon mal einen Startschuss gemacht. Also auf jeden Fall spektakulär, habe ich schon gesagt. Macht Spaß zuzuschauen und sicherlich auch Spaß zu spielen. Ricardo Ochel, danke fürs Kommen. Und wir haben noch mehr aus der Welt des Sports. Max Fischer fasst die Nachrichten zusammen. Neuer Spieler. Max Raguse wirft in der kommenden Saison für die Handballer der Eulen Ludwigshafen die Bälle. Der 23-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten VfL Lübeck-Schwartau in die Pfalz. Raguse spielt im linken Rückraum, hat einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und gilt als Wunschspieler von Eulentrainer Michel Abt. Der 1,95 Meter große Neuzugang ist ehemaliger Junioren-Nationalspieler und zweifacher deutscher Jugendmeister mit den Füchsen Berlin. Neuer Co-Trainer.
Die TSG Hoffenheim hat mit Michael Kammermeier einen Assistenztrainer verpflichtet. Der 37-Jährige komplettiert damit das Team des Fußball-Bundesligisten um den neuen Chefcoach Pellegrino Matarazzo. Kammermeier arbeitete schon beim VfB Stuttgart und im Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg mit Matarazzo zusammen. Kammermeier saß bereits am Wochenende bei der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen auf der Trainerbank. Neuer Verein. Lukas Nilsson verlässt die Rhein-Neckar-Löwen zum Saisonende. Es handelt sich dabei um eine einvernehmliche Trennung, so der Handballverein. Der schwedische Nationalspieler wechselt zum dänischen Verein Aalborg Handbold. Nilsson ist 2020 vom THW Kiel zu den Löwen gekommen. Der Rückraumspieler kam bisher in 70 Bundesligaspielen zum Einsatz und erzielte dabei 168 Treffer. Wo Blumen für den Valentinstag kaufen? Die Frage beantworten wir gleich. Reklame. Da legst du nieder. 15 Jahre Oktoberfest Mannheim. Der Vorverkauf startet am 1. Februar. Jetzt Tickets sichern unter oktoberfest-mannheim.de. Pfiat euch! Da sind wir zurück bei Ron. Und morgen ist Valentinstag. Und was schenken die meisten? Blumen. Exakt. Und in Baden-Württemberg im Übrigen, da kamen im vergangenen Jahr mehr als 90% aller Schnittblumen aus den Niederlanden. Gut, die meisten kaufen sie so oder so natürlich dann entsprechend beim Zwischenhändler, also Discounter, online oder vielleicht sogar im Fachhandel. Aber wo sind sie eigentlich am besten? Der Frage gehen wir jetzt nach. Ein paar Rosen für die Liebsten. Ja, so denkt fast jeder. Welcher Rosenstrauß am besten abgeschnitten hat, dazu gleich mehr. Reporterin Anni will es wissen. Wer ist der Sieger? Online, Discounter oder Blumenläden? Ich habe hier eine riesengroße Auswahl an Blumen, die auch noch pünktlich ankommen, nämlich per Expresslieferung. Das kostet mich aber auch ganz schön was. Und ob die dann noch frisch sind? Während Annis Paket auf dem Weg ist, schaut sie sich die Angebote in den Läden an. Im Blumenladen hatte ich eine Top-Beratung und mein Strauß wurde mir individuell zusammengestellt und das Ganze hat einfach nur 23 Euro gekostet. Bei den Discounter-Rosen ist zwar nicht viel Schnickschnack dabei, aber dafür waren die ein echtes Schnäppchen für nur 2,99 Euro. Aber welcher Strauß ist jetzt wirklich der beste? Teuer gegen günstig. Unser Experte Stefan Winzer wirft da mal ein genaueres Auge drauf. Wir schauen auf Preis, Aussehen und Haltbarkeit. Los geht's mit den Discounter-Rosen. Also hier haben wir einen relativ kleinen Rosenkopf, sehr geschlossen. Ich bedenke hier, dass der vielleicht gar nicht aufgeht. Für jemanden, der jetzt bloß ein paar Blumen für zu Hause auf dem Tisch haben möchte, ist das natürlich eine einfache Variante, weil man sie total schnell beim Discounter beim Einkauf mitnehmen kann, aber zum Verschenken ist es natürlich nicht so schön. Und wie sieht es bei den teuren Sträußen aus? Im Gegensatz dazu haben wir hier eine mittlere Rosenkopfgröße, auch wieder eine andere Sorte, aber hier ist schon die Gewährleistung, dass die Rose dann aufblüht, dass man da wenigstens eine Woche oder sogar noch länger Freude dran hat. Wir haben hier eine Rosensorte, die einen sehr, sehr großen Kopf hat. Das ist aber auch eine Sorte, die schon so kommt. Also wir bekommen die beim Großhändler schon mit so einem schönen großen Kopf und die gehen auch noch viel weiter auf, sogar manchmal bis zur Mitte, dass man sozusagen die Staubgefäße sieht und es wird wirklich eine richtig tolle große Rose. Bei Aussehen und Preis hat unser Experte Stefan Winzer aber einen klaren Sieger. Von den drei Sträußen, die hier stehen, wäre der mittlere mein Favorit. Wir haben hier eine mittlere Kopfgröße, die noch schön aufblüht, von der man auf jeden Fall noch was hat. Und wir haben einen individuellen gebundenen Strauß, wo der Florist sozusagen im Geschäft auf deine Wünsche eingehen kann. Ja, unter 25 Euro ist das natürlich unschlagbar. Wie lange die Rosen wirklich ihre Liebe versprechen, hat unsere Reporterin per Videotagebuch festgehalten. Der teuerste Strauß, den ich online bestellt habe, die Rosenköpfe sind einfach nach 7 Tagen total verwelkt. Die sehen einfach hässlich aus. Bei den Discounter-Rosen sind die Rosenköpfe aufgegangen. Einige lassen ihren Kopf hängen. Der Blumenladenstrauß überzeugt Anni komplett. Er sieht wirklich noch frisch aus. Die Blüten fühlen sich auch richtig frisch an. Die Rose ist echt wunderschön aufgegangen und es ist nach 7 Tagen einfach nichts vertrocknet. Aber damit die Rosen nicht nach Tagen so aussehen, hat unser Experte noch ein paar Tipps. Erster Tipp ist viel Wasser, viel lauwarmes Wasser, das nimmt die Rose besser auf.
Dann ein zweiter Tipp ist, viele Blätter entfernen. Gerade wenn ich so lose Rosen habe, kann man wirklich viele Blätter abmachen. Das ist nur sinnlose Verdunstungsfläche. Und dritter Tipp ist, schräg anschneiden mit einem scharfen Messer. Wer seine Liebsten dieses Jahr mit Rosen überraschen möchte, muss für einen Strauß auch gar nicht so tief in die Tasche greifen. Denn der Liebessieger ist der Strauß aus dem Blumenladen für nur 23 Euro. So kann mit Rosen doch nichts mehr schiefgehen. Also den 14.02. nicht vergessen. Na dann, auf die Liebe. Naja, für dich soll's rote Rosen regnen. Wie das jetzt draußen ist, ob wirklich was von oben runterkommt, das sehen wir jetzt in den Aussichten. Ein Hoch bestimmt aktuell unser Wettergeschehen und verspricht uns einen netten und trockenen Dienstag. Morgens starten wir vielerorts mit teils 10 Nebelfeldern, die sich erst im Laufe des Vormittags auflösen. Abseits vom Nebel erwartet uns sonst ein Sonne-Wolken-Mix. Dazu liegen die Höchstwerte im Pfälzerwald bei rund 7 Grad. Entlang des Neckars schaffen es die Temperaturen stellenweise auf bis zu 10 Grad. Das ruhige und freundliche Hochdruckwetter bleibt uns auch am Mittwoch noch erhalten. Dabei geht es anfangs erneut mit dichtem Nebel los. Der Donnerstag zeigt sich ähnlich mit ein paar Wolken und sonnigen Abschnitten. Tagsüber erwartet uns milde Luft mit Höchstwerten bis zu 13 Grad. Ab Freitag wird es unbeständiger mit einzelnen Schauern. So, das war's fast von uns. Eine halbe Minute haben wir noch. Tina, jetzt bleiben so viele Fragen offen. Sagen wir Alaaf, Helau, Karneval, Fasnacht. Ja, ich habe ja auch so lange in Köln gewohnt. Ich bin bei Alaaf, ja. Okay, Helau, Alaaf, Köln. Karneval, Fasching? Ahoi nicht. Also Helau, Alaaf. Aber Fasching, Karneval, was sagst du hier? Hier immer noch Karneval. Immer noch. Ich krieg's ja. Richtig. Und eine Frage bleibt auch noch offen. Spectre Crow. Wäre das was für dich? Ja. Zu früheren Zeiten für mich auch noch, heute nicht mehr. Tschüss.